Musikmeeting, Live-Konzert erlebt ein Comeback. Die jüngere Generation war es völlig normal, Konzerte in VR zu erleben. Und wer würde nicht ein VR-Headset aufsetzen wollen und die Show vom besten Platz des Hauses erleben? Es ist eine günstige, sichere und unproblematische Lösung, die Lieblingsband zu erleben. Aber der Live-Musik steht eine Derevolution vor. Nina und Kossuth Music hat eine Kampagne gestartet, um altmodische Konzerte mit Live-Publikum und Stars in Fleisch und Blut ein Comeback zu ermöglichen. Chuck Morrison, Sprecher von NKM, erklärt, die Kultur der Live-Konzerte ist ein Ding der Vergangenheit, das wir zurückbringen möchten. Echte Musik hallt in der Seele nach, inmitten von Leuten, die dasselbe erleben wie du. Break the Wall wird eine von der ersten Bands auf der Bühne sein. Vor einem Live-Publikum aufzutreten und sofort eine Reaktion zu erhalten, wird total abgefahren. Das ist es, wofür wir Musik machen, sagt Leadsänger Bass Rutt. Der Hype, der Applaus, die Schreie, das kriegt man auf dem Sofa einfach nicht mit. Sollte dies Erfolg haben, wird NKM als nächstes Musikfestival wiederbeleben, was Musik in den Ohren der Fans sein dürfte. Das Leben auf dem Titan gefunden. Das Leben auf dem Titan gefunden. Das klar, Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Die Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zum Methan Eisoberfläche des Titan aufgebrochen ist, hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasserozean leben, der von einer dicken Eisschicht geschützt wird. Nachdem auf Enceladus, einem weiteren Satelliten des Saturns, ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Ein NASA-Sprecher antwortete auf diesen jüngsten in einer Reihe von Beweisen von Leben auf anderen Planeten. Unsere Androiden-Experten zu I.O. ist eine unserer vielen Reisen mit dem primären Ziel, extraterrestrische Lebensformen zu entdecken. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei CyberLife, betonte, wie wichtig dem Unternehmen die Partnerschaft mit der NASA sei. Unsere Raumfahrten-Androiden wurden für Langstreckenmissionen dieser Art entwickelt und wir sind stolz, dass unsere Modelle Wegbegleiter der menschlichen Forschung sind. Berühmter Detroit-Maler stirbt. Karl Manfred, eins von Detroits strahlenden Lichtern. Karl Manfred, eins von Berichte über den Tod des berühmten Künstlers Karl Manfred wurden bestätigt. Der Rechtsmediziner spricht von einem Herzanfall, der durch eine persönliche Krise herbeigeführt wurde. Manfreds Sohn Leo bat die Medien in dieser schweren Zeit, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Berühmt wurde Manfred in den 2020ern als Galionsfigur des Neosymbolismus mit kraftvollen und düsteren Arbeiten nach dem Vorbild Francis Bacons. Es folgten produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode unter dem Zeichnen von Alkohol und Drogen. Doch in den letzten Monaten hatte der Künstler offenbar wieder gearbeitet. Die Gouverneurin von Detroit sprach mit der Familie im Namen der Stadt ihr Beileid aus und beschrieb Manfred als einen von Detroits strahlendsten Lichtern. Eine Kollektion von Manfreds Gemälden aus seinem Nachlass wird in den kommenden Wochen versteigert. Die drei Gesetze der Robotererziehung. Familienleben war niemals leichter. Als CyberLife seine Kinderbaureihe hervorbrachte, war die Öffentlichkeit skeptisch, eine Familie zu kaufen. Jetzt ist die Kollektion einer von CyberLifes Bestellern. Doch ist das eine Überraschung. So, jetzt wieder ein bisschen mehr konzentrieren hier. Anpassbar, LED abnehmbar, kein Hunger, keine teure Betreuung, keine neuen Kleider und
nicht zu vergessen, keine schmutzigen Windeln. Das perfekte Kind ist nur ein Klick entfernt. Sämtliche Bedürfnisse können durch einen Tastendruck gestoppt werden. Ein Kinderspiel. Die stressfreie Lösung für karriereorientierte Eltern. Eltern, die keine eigenen Kinder bekommen können oder gerne wieder ein Kind zu Hause hätten. Bei einer Arbeitslosenquote von 37,3% scheinen 7.500 Dollar für ein Kind, das die Teenagerjahre auslässt und keine Collegegebühren kostet, im Vergleich zu 35.000 Dollar über 17 Jahre eine gute Investition zu sein. Und man geht keine lebenslange Verpflichtung ein. Aber Soziologin Mary Wallace argumentiert, dass diese Androiden dazu führen, dass zu einer Zeit mit einer bereits zu niedrigen Geburtenrate immer weniger Eltern Kinder bekämen. Dies führe zu einer sogenannten Baby-Teufelskreis. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei CyberLife, tut diese Behauptung als üblichen Widerstand gegen neue Ideen ab und nennt neue Androiden einen Triumph der Humanisierung. Ivanov sagt Njet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Auf Präsidentin Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen, hat Russlands Präsident Ivanov nun geantwortet. Ivanov bezeichnet Warrens Kommentar als Megafon-Diplomatie und meinte, dass US-Säbelrasseln sei die größte Bedrohung für die Stabilität in der Region. Der Kreml veröffentlicht eine detaillierte Erklärung, die Russlands Anspruch auf das Territorium erläutert. Ferner erinnert Ivanovs Präsident Warren, dass die USA an der UN-Konvention gebunden seien und wie alle anderen auch. Der Konflikt ist weit von einer Entspannung entfernt. CyberLife, Wildlife. Erster Androiden-Zoo wird eröffnet. CyberLife eröffnet in Los Angeles den ersten Androiden-Zoo, in dem sämtliche exotische Arten repräsentiert werden, die in den letzten 30 Jahren ausgestorben sind. Lederschildkröten, Eisbären, Berggorillas, afrikanische Elefanten und diverse Tigerarten gehören zu den größten Attraktionen. CyberLife CRS-Sprecherin Daniele Carnegie sagte, der Zoo wende sich an Menschen jeden Alters und habe die besondere Aufgabe, die jüngeren Generationen über die Bedeutung des Schutzes unserer fragilen Umwelt zu bilden und zu inspirieren. Zwar beklagten Umweltschützer, der Zoo mindere das Bewusstsein für Aussterben der echten Tiere, doch fällt es schwer, die Technologie zu verdammen, die in der Lage ist, ausgestorbene Spezies wieder zum Leben zu erwecken. Die Tiere selbst müssen noch präsentiert werden, doch CyberLife verspricht, dass sie die Realität noch übertreffen werden. Zweifellos ein idealer Wochenendtrip für die ganze Familie. Android auf der Flucht. Entflohener Android bewirkt Panik in Camden. Anwohner des Detroiter Vororts Camden wurden Zeugen einer Verfolgungsjagd, nachdem eine Polizeifahndung mit Straßensperren und Befragung einen Straftäter aus seinem Versteck jagte. Doch dieser Flüchtige ist anders. Der Verdächtige ist ein Android. Das defekte AX400-Modell leidet wahrscheinlich an einer extrem seltenen Fehlfunktion und tat alles, um sich der Polizei zu entziehen. Er sprintete auf der Flucht sogar über einen befahrenen Highway. Die Augenzeugenberichte sind nicht eindeutig. Ohne offiziellen Bericht ist es unmöglich zu sagen, was wirklich geschehen ist. Doch Reporter der lokalen Nachrichtensender gehen dem Fall nach. Ein Sprecher von CyberLife war für einen Kommentar nicht verfügbar und die Spekulationen gehen weiter. Red Ice Epidemie. Aktuelle Betäubungsmittelkrise sucht Detroit heim. Das als Red Ice bekannte synthetische Stimulanz ist in der wachsenden Unterschicht Detroits zur meistgenutzten Droge aufgestiegen. Analysten verweisen auf Detroits Status als Epizentrum der Androidenproduktion und vermuten, dass die Droge aufgrund der Unzufriedenheit durch den Verlust von Jobs an Androiden floriert. Der Soziologe Dr. Julian Carter zieht dieselbe Verbindung zu den Androiden. Die CyberLife-Androiden verbreiten sich im Land und bringen Red Eyes mit sich. Arme Bürger, die über die Runden zu kommen versuchen, werden leicht zu Konsumenten oder Dealern.
Während die Beliebtheit der Droge rasant ansteigt, ist die chemische Zusammensetzung äußerst gefährlich. Thirium, der Hauptbestandteil des blauen Androidenbluts, ist in einer der aktiven Bestandteile in Red Eyes und wirkt höchst destabilisierend auf die Hormonproduktion. Die Nationale Vereinigung für die Suchtmittelprävention sieht eine Verschlimmerung des Problems. Die Reinheit der Bestandteile ist gering und verschlechtert sich. Amerikas größte Rauschmittelindustrie wird weiter wachsen. Red Eyes Dealer sollen ein inoffizielles Motto haben. Wo das Blut blau ist, ist das Red Eyes. Ist das Eis rot. Und das Geld grün. Okay, das ist gut. Arktische Spannungen eskalieren. US-Schiffe beschossen. US-Schiffe beschossen. Berichten zufolge hat ein russischer Flugzeugträger in der Arktis auf ein amerikanisches Patrouillenboot gefeuert. Das US-Schiff hat das Feuer erwidert, es wurde kein Schiff beschädigt. Präsidentin Warren nannte kürzlich Russlands Aktivitäten in der Arktis ein Verbrechen gegen die internationale Gemeinschaft und bezog sich auf den Abbau wertvoller Mineralien aus dem Schelfeis. Außerdem bezeichnete sie Russlands Präsidenten Artem Ivanov als gefährlichstes Individuum. Nach Meinung vieler Experten für internationale Beziehungen ist ein bewaffneter Konflikt unausweichlich. Wie Androiden ihr Gehirn modifizieren. Das Reden mit Maschinen verändert unsere Kommunikation. Die meisten Menschen sprechen mehr mit Androiden, Smartphones, Tablets und Unterhaltungssystemen als mit anderen Menschen. Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, dass diese Art der befehlsgeleiteten Kommunikation eher durch Anweisungen und Befehle charakterisiert ist als durch Überzeugung, Humor und Intimität. Diese Verlagerung unseres täglichen Sprachgebrauchs verändert unser Gehirn und schwächt die Überzeugungskraft durch mangelnden Einsatz. Das trifft vor allem auf jüngere Generationen zu. Befehlsgeleitete Kommunikation hat eine Generation von Jugendlichen mit eingeschränkter sozialer Kompetenz hervorgebracht. Laut der gleichen Studie haben Jugendliche völlig andere Kommunikationszentren in ihren Gehirnen entwickelt. Arbeitgeber beklagen sich seit langem über die Schwierigkeiten, Absolventen zu finden, die andere beeinflussen und überzeugen könnten. Aber je mehr Zeit vor allem junge Menschen mit Maschinen verbringen, desto schwieriger wird es, diesen Umstand zu verbessern. Die neuen Supermächte, neue Volkswirtschaften unterzeichnen Handelsabkommen. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die ehemals aufstrebende BRICS-Märkte, haben ein gemeinsames Handelsabkommen unterzeichnet, das die Handelszölle senken und den Handel unter den nationalen Nationen stärken soll. China soll das Abkommen vermittelt haben. Für Xi Deng, Chinas Welthandelsminister, ist das Abkommen überfällig und nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die sogenannten aufstrebenden Märkte tatsächlich bereits aufgestiegen seien. Das Abkommen deckt eine Vielzahl von Gütern und Märkten ab, von Autoimmobilien bis zu Nahrung und Devisen mit Sonderregelungen für Hersteller von Androiden und verwandten Technologien. Das hat Spekulationen ausgelöst, dass Russland und China möglicherweise kooperieren, um CyberLives Führungsanspruch in diesem Sektor zu brechen. Darauf angesprochen wich Xi Deng aus. Es gibt viele Möglichkeiten für Mitglieder des Abkommens enger zusammenarbeiten. Sie werden es sehen. USS Iowa vermisst. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesichtet. Die USS Iowa ist ein U-Boot der Zerstörerklasse, ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft noch, Präsidentin Warren vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren. Bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in die Sache verwickelt zu sein, obwohl der russische Diplomat Nobokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren habe. Sicherheitsexperte Ben Williams bezeichnet die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könnte. Android GI. Verteidigungsministerium bereit, 50.000 Androiden-Trupp zu bestellen. Dies ergänzt die bereits im US-Militärdienst befindliche geschätzte 200.000 Einheiten. Die genauen Zahlen sind ein Militärgeheimnis. Unter diesen 50.000 neuen Einheiten sind 2.500
Myrmidonen, Elite-Prototypen für Infiltrations-Liquidierungsmissionen. Boah, die sonst Sache der Navy Seals wären. Die US-Streitkräfte bestehen bereits hauptsächlich aus Androiden. Menschen fungieren in der Regel als Kommandeure und Strategen. Aber selbst diese Positionen werden durch komplexe KI-Einheiten unterstützt, weshalb die US-Armee oft erstmals vollkommene autonome Streitmächte bezeichnet wird. Dies hat die Ethikdebatte um Androiden im Militär wieder eröffnet. Viele Menschen, Maschinen hätten nicht den moralischen Verstand, auf den Schlachtfeld Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Bob Woods, Vorsitzender einer Nichtregierungsorganisation für Kriegsopfer, ist besorgt über die Nachricht und meint, Maschinen konzentrieren sich auf eine Aufgabe, ohne moralische Konsequenzen zu bewerten. Das bedeutet mehr zivile Opfer. Wer ist es? Die Frage, die jeden interessiert. Im Anschluss an die Piratensendung in Detroit wollen alle wissen, wer ist dieser Android? Eine staatliche Ermittlung läuft, um den Android aufzuspüren und zu neutralisieren. Doch bezüglich der Details sind die Grenzhüters äußerst einsilbig. Augenzeugen berichten, dass der Android mit Komplizen in den Central Tower eingedrungen ist und das Zentrum des Detroiter Lokalfernsehens. Die Androiden waren bewaffnet und organisiert. Sie befolgten eindeutig Anweisungen dieses geheimnisvollen Anführers. Was uns zum wahren Rätsel dieser Situation führt. Woher kam dieser Android? Wie konnte er gewaltbereit werden? Und welche Art Fehlfunktion erklärt ein solches Verhalten? Bis das FBI das Ereignis seiner Ermittlungen bekannt gibt, können wir nur mutmaßen, doch eins ist klar, die Spekulationen werden andauern, bis dieser gefährliche Android zerstört ist. Märkte rechnen mit Krieg. Aktienmärkte fallen aus Angst vor Arktiskonflikt um 10%. Und die US-Börse schloss gestern 10 Punkte niedriger. Nach einer Reihe ähnlich schlechter Abschlüsse in den letzten Wochen. Finanzexperten schieben die schlechte Leistung auf die enorme Abwertung der Konsumwerte, da der Markt immer noch davon überzeugt ist, dass Amerika eher früher oder später in den Krieg um die Arktis verwickelt sein wird. Diese Einschätzung wird von andauernden Aktien hoch gestützt. Unternehmen aus Luftfahrt und Waffenproduktion freuen sich einer steigenden Beliebtheit. Investoren favorisieren weiterhin CyberLife wegen seiner Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium zur Entwicklung von Militärandroiden. Russland und die USA dominieren weiterhin die Weltnachrichten und keine Seite scheint nachgeben zu wollen. Deshalb sind die Marktprognosen weiter rückläufig. AX400 auf der Flucht. Geflohener Android weiter auf freiem Fuß. In einem Vorort von Detroit wurde heute ein Android verfolgt. Die Szenen erinnerten an menschliche Kriminelle, die vor der Polizei zu fliehen versuchten. Unsere Quellen deuten an, dass der AX400 der gleiche Android sein könnte, der in der Gegend vermisst wurde. Doch das DPD wollte diesen Aspekt des Falls nicht kommentieren. Laut Zeugenberichten war der Android wie ein Mensch angezogen, hatte keine LED. Doch Quellen innerhalb des DPD bestätigen, dass die Anwesenheit eines gewissen Lieutenant Hank Anderson, der zuletzt in eine Einheit zur Bekämpfung von Android-Kriminalität versetzt wurde, darauf hindeutet, dass es sich bei dem Verdächtigen um eine Maschine handelt. Der Android ist weiterhin auf der Flucht und wird als sehr gefährlich eingestuft. Die Behörden suchen Augenzeugen, die möglicherweise Informationen zu den Vorfällen haben. Aufstand der Androiden. Detroit, Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet. CyberLife-Geschäfte wurden geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Doch das war keine alltägliche Kriminalität. Die Eindringlinge sollten Androiden gewesen sein. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme übergeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen Androiden, die aus der Kanalisation kommen und Schaufenster einschlagen. Und geschafft, ja. Wir lesen uns jetzt nur noch alle Bücher durch und dann sind wir auch mit dem Projekt zu Ende. Das dauert halt alles nur ein bisschen, weil das irgendwie doch ganz schön viel Text ist. Aber wir haben es geschafft.
Der schlimmste Vorfall ereignete sich im Capitol Park, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurde. Der Officer musste schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem Verhaltensalgorithmus haben. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagte, ich würde persönlich vom Anführer angegriffen. Er bedrohte mich mit einem Messer. Ich hatte solche Angst. Natürlich sind diese Anschuldigungen bisher unbestätigt, aber wir haben keinen Grund, einem menschlichen Zeugen nicht zu glauben, wenn es um das Verhalten einer defekten Maschine geht. Einige ziehen bereits eine Verbindung zum kürzlichen Angriff auf dem Stratford Tower in Detroit, der ebenfalls von Androiden verübt wurde. Dies könnte der Anfang eines verstörenden Musters sein. Chaos in Detroit. Alle Androiden sollen vorsorglich zerstört werden. Die Augen der Welt blicken auf Detroit. Nach der Versammlung auf einem öffentlichen Platz in Detroit haben die Störungen durch Androiden eine neue Stufe erreicht. Präsident Warren hat hart reagiert und einen Rückruf sämtlicher im ganzen Land im Umlauf befindlichen Androiden verkündet. Die Androiden werden von den Behörden gesammelt und zu einem Demontagezentrum befördert. Sicherheitsagenturen haben Warrens Aufruf zur Ruhe in dieser kritischen Zeit aufgenommen und betonen, die Abweichung, der Begriff für gewaltige Androiden, trete nur bei einem kleinen Teil der Androiden auf. Der Rest wird vorsorglich zerstört, bis die Gründe für die Fehlfunktionen vollständig offen liegen. Aber aufgrund der landesweiten Sperrstunde und den bewaffneten Patrouillen in den Straßen der Stadt fällt es vielen Bürgern schwer, Ruhe zu bewahren. Ein Sprecher der American Library Press beschreibt die Situation als totalitaristisch und sagt, Warrens USA wirken langsam wie die Art unfreier kriegerischer Staaten, gegen die sie angeblich stünden. Ja, stimmt ja auch irgendwie, ne? Androiden-Terror in Detroit. Tausende Androiden greifen Bevölkerung an. Kürzlich wurde ein weiterer Platz in Detroit ins Chaos gestürzt, erneut durch gewalttätige Androiden. Sie versammelten sich vor einem Einkaufszentrum, bevor sie die St. John's Plaza besetzten und Zivilisten mit der Anordnung von Gewalt terrorisierten. Ein Augenzeuge beschrieb, wie ihr offenkundiger Anführer einen Polizeibeamten bedroht. Obwohl das DPD an einem derart belebten Ort keine Feuerwaffen einsetzen sollte, erzwang die Androiden eine Konfrontation und die Officer mussten das Feuer eröffnen. Mehrere Zeugen berichten, dass die Polizei trotz zahlreicher Verletzter heldenhaft kämpfte, um Detroits Bürger vor den Maschinen zu retten. Vor allem ein Officer wurde besonders gelobt, nachdem er die Androiden auf dem Weg zum Platz aufhalten sollte. Präsidentin Warren hat ein persönliches Interesse an der Situation und beschreibt die Aktivitäten der Androiden als gedankenlose Brutalität. Der Ruf nach staatlicher Investition wird laut. Boah, wir sind auch schon seit 2 Stunden noch am Lesen und so, ne? Sie fordern uns heraus. Androidenaufstand in Detroit. Die Androiden in den Straßen Detroits bieten ein apokalyptisches Bild. Die Stadt steht schon unter dem Bann des nationalen Produktrückrufs, bei dem die Androiden aus Privatwohnungen und Unternehmen vorsorglich zerstört werden sollen. Doch jetzt hat sich eine Gruppe Androiden, die mit den jüngsten Terrorangriffen der Androiden in Verbindung gebracht wird, in einer Machtdemonstration versammelt. Polizei und Militär sind bereit, die Zivilbevölkerung zu schützen und mit der Bedrohung fertig zu werden. Aber die Androiden haben sich an einer befestigten Position verschanzt und scheinen die bewaffneten Konfrontationen zu suchen. Präsidentin Warren ist sich der Situation angeblich bewusst. Captain Fowler von der Polizei in Detroit, leitender Beamter der Androidenermittlung, erklärt, die Sicherheit der Bürger Detroits hat oberste Priorität. Wir hoffen, die Angelegenheit schnell beenden und uns auf das Sammeln der Androiden konzentrieren zu können. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir informieren Sie live. Bürgerkrieg in Detroit. Gewalttätige Konflikte zwischen Abweichlern und Soldaten. Die Androiden in den Straßen Detroits bieten ein apokalyptisches Bild. Die Stadt steht schon unter dem Bann des nationalen Produktrückrufs, bei dem Androiden aus Privatwohnungen blablabla. Doch die Gruppe Androiden, die mit jüngsten Terroraktivitäten der Androiden in Verbindung gebracht wird, hat in
einer furchtbaren Machtdemonstration eins der Demontagezentren angegriffen. Ohne Rücksicht auf das Leben der Bürger haben die Androiden sich bewaffnet und auf belebten Straßen das Feuer eröffnet. Die Behörden waren gezwungen zu reagieren und die Schäden zu minimieren und den Tod Unschuldiger zu verhindern. Die Militärpräsenz vor Ort soll durch Bundesagenten und Polizeibeamte verstärkt werden, doch die Situation bleibt höchst angespannt. Präsidentin Warren soll die Situation aus dem Weißen Haus verfolgen. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir informieren Sie live. So, damit haben wir auch das letzte Buch gelesen. Und damit sind wir fertig. Mann, hat das lange gedauert, Detroit Become Human zu 100% abzuschließen und alles zu erreichen, was ich wollte. Ich bedanke mich für das zahlreiche Zuschauen heute. Ich kann verstehen, dass das Ende jetzt vielleicht nicht ganz so spannend war und vielleicht auch einige nicht interessiert hat. Ich bedanke mich dafür dennoch recht herzlich. Ich danke auch nochmal für den Raid, den ich bekommen habe. Und auch für die Follows. Wir stehen ja jetzt kurz vor den 100. Jetzt sind es 99. Einer fehlt noch, das ist jetzt nicht so viel. Da werden wir dann sehen, was passiert. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Abend. Bin jetzt auch dann direkt raus, da ich gerade gesehen habe, es ist auch nur noch eine Person da. Wie gesagt, kann ich auch verstehen. Bin damit raus und sage bye bye.